Herzlich willkommen zurück in meiner Küche. Heute mit dem Neustädter Stadtrat Alex Müller, der auch Sportbeauftragter ist. Darum haben wir uns überlegt, wir könnten ein paar Gerichte zaubern, die schnell gehen, die einfach sind und die dem Sportler auch helfen, wenn er bei seinem Sport gut sein will. Es gibt einen Spruch, es hat noch kein Sportler einen Wettkampf gewonnen, weil er sich gut ernährt hat. Aber es haben schon viele Sportler Wettkämpfe verloren, weil sie sich schlecht ernährt haben. Da versuchen wir einfach ein bisschen was für das allgemeine Wohlbefinden zu tun und wollen versuchen, den Sportlern, auch den Neustädter Sportlern, für die du ja stehst, einfach ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben, was gut funktionieren könnte. Gut. Machen möchte ich jetzt mit dir einen Kichererbsensalat. Weißt du in der Küche, wo die Kichererbsen anzusiedeln sind? Ist das ein Gemüse oder ist das ein Getreide oder? Also ich glaube, ich weiß es aber nicht, weil ich habe tatsächlich noch nie was mit Kichererbsen gemacht. Ich glaube, es ist eine Hülsenfrucht, aber ich kann es nicht sagen. 100 Punkte, Alex. Und Hülsenfrüchte sind natürlich immer gut, denn Hülsenfrüchte haben sehr viel Eiweiß. Das ist ja das, was der Sportler immer gern möchte, Eiweiß. Und wir wissen alle, zu viel oder zu hoher Fleischkonsum ist nicht immer von Vorteil. Also ich möchte auf keinen Fall sagen, wir sollen kein Fleisch essen. Aber wir können unseren Fleischkonsum schon ein bisschen einschränken und können auf Hülsenfrüchte ausweichen, die uns sehr viele Ballaststoffe liefern, sehr viel Eiweiß liefern und auch noch sehr viele Vitamine dabei haben. Wir machen heute die einfache Variante. Das klingt gut. Ich habe die große Schüssel, Alex, die darfst du schon mal nehmen. Und dann darfst du hier den Deckel öffnen. Und da sind die Kichererbsen schon gegart und abgetropft drinnen. Die darfst du, ich zeig dir gleich, ich habe alle Hand dabei für dich zum Angucken. So schauen die Kichererbsen aus, wenn sie ungegart sind. Fast wie Maiskörner. Gehen ganz schnell auf, ne? Und ganz, ganz hart. Also richtig steinhart, kann man sagen. Kann man nicht mal demonstrieren. Also da. Ne? Das funktioniert, ja. Das wollte ich. Das habe ich mich jetzt nicht getraut. Also, wenn man sie selber frisch zubereitet, muss man sie sehr lange einweichen. Am besten über Nacht einweichen. Und dann musst du noch mindestens eine Stunde kochen. Okay. Kichererbsen hast du vielleicht doch schon mal gegessen. Vielleicht liebst du auch Falafel. Ja, bei Falafel habe ich schon gegessen. Bei Falafel hat man schon gegessen. Natürlich noch nicht. Also, Kichererbsen haben den großen Vorteil, dass sie in sind. Das muss man auch sagen. Hülsenfrüchte haben in den letzten Jahren einen gewissen Siegeszug angetreten. Und Hülsenfrüchte gibt es jetzt am Markt in allerhand Variationen. Und die Kichererbsen gibt es eben auch schon gegart. Ich habe jetzt hier, ich möchte keine Werbung machen für keine Firma oder sonst irgendwas. Aber es gibt die verschiedensten Sachen. Hier haben wir die großen weißen Bohnen. Essen viele auch sehr gern. Sind auch sehr sättigend, die Hülsenfrüchte. Wir haben diese Wachtelbohnen, die Borletti oder schwarze Bohnen. Hier haben wir die große grüne Bohnen. Also man kann Farbe auf seinen Tisch bringen. Man hat gesundes Nahrungsmittel. Und es wird zum Teil, werden die Hülsenfrüchte auch bei uns schon angebaut. Linsen ist was stark im Kommen ist. Aber Linsen werden wir noch mal in einem anderen Rezept heute verkochen. Okay. Hier haben wir die Kichererbsen. Die darfst du schon mal in die große Schüssel reingeben. Und wir brauchen natürlich Gemüsebeilage. Dazu gibt es eine Paprika, dazu gibt es eine Zucchini. Du kannst natürlich je nach Jahreszeit variieren, was du da nimmst. Okay. Die Zucchini ist noch jung, die hat also noch das Fruchtfleisch so, dass man es jederzeit mit verwenden kann. Ja. Zucchini schneiden wir in Würfel. Du machst da mal eine Schnittfläche, wo du sie drauflegst. Du hast schon mal so schön den Tunnelgriff gemacht. Jawohl. Und ich mag sie dann aber wirklich klein und schneide sie hier nochmal halbiert. Nochmal halbiert. Okay. Und dann nehmen wir das Ganze quer und machen Würfel davon. Gut. Bei der Paprika zeige ich das auch gleich. Kann ich tatsächlich nur Streifen schneiden. Also, du kannst nicht nur Streifen schneiden, sondern wir halbieren die Paprika. Die Kerne bitte raus. Die Kerne sind ungesund, also die enthalten Stoffe, die uns einfach nicht zuträglich sind. Und dann hat sie ja eine harte Haut, dann kannst du sie immer schlecht von außen schneiden, besonders wenn das Messer nicht so stumpf ist. Halt sie gut fest und schneide hier Streifen ab und dann nimmst du die Streifen quer und machst auch. Okay, gut, das hätte ich auch geschafft. So, dieses Gemüse wird angedünstet. Ich lass dich noch zu Ende schneiden. Ja, ich bin nicht ganz so schnell wie du. Das macht nichts. Ich hol mal schnell wieder
die Kochplatte her. Jetzt machen wir mal ausnahmsweise das Dressing dann mit Olivenöl. Okay. Das ist auch von der Fettsäurenzusammensetzung ist Olivenöl und Rapsöl relativ gleich. Olivenöl hat mal ein bisschen einen anderen Geschmack. Und Rapsöl haben wir ja heute schon verwendet. Und jetzt braten wir hier das Gemüse an. Ich nehme noch mal einen Abfallrohr. Alle hier rein. Was macht man jetzt mit Olivenöl? Wegen dem Geschmack. Also wir braten vor allen Dingen auch nicht Dauer drinnen, sondern wir dünsten nur an. Okay. Also zum dauerhaften Frittieren oder Schnitzelbacken oder so ist Olivenöl nicht geeignet, weil man es einfach zu lange erhitzt. Ja, das habe sogar ich gewusst, deswegen. Ja. Wobei das kaltgepresste Rapsöl und das Olivenöl relativ hitzestabil sind. Also du kannst es zum Anbraten nehmen. Ja. Und dann geht ja die Temperatur auch durch das Gargut, das wir drinnen haben, schon wieder runter gleich auf 100 Grad und dann passt es noch. Okay. So, wir brauchen für unseren Salat noch eine Zwiebel in ganz, ganz feine Ringe. Schaffst du das oder möchtest du lieber die rote Peperoni? Ich nehme die rote Peperoni. Du kannst am besten auch die Kerne rausnehmen, ja, dass sie nicht zu scharf werden. Ja. Und man kann die Zwiebel auch, gut, dass du dich für die Peperoni entschieden hast, das entscheide ich für mein Lieblingsgerät. Man kann die nämlich auch mit dem Hobel schön fein hobeln für die Zwiebel. Dann hat man die Zwiebelringe dazu. Dann haben wir schöne feine Zwiebelringe. Du machst die Peperoni. Ja. Und dann brauchen wir noch ein Dressing. Das schaut doch schon wieder toll aus, oder? Die Farbe macht doch einfach... Ja, schaut nach Frühling aus. Ja. Was du geschnitten hast, Alex, ja, das Dressing mache ich gerne in einem Glas. Okay. Ich gebe, erstens mal kann ich es in dem Glas gut aufschütteln. Und zweitens, ja, kann man auch mehr auf einmal machen. Und hat es dann im Vorrat und kannst du mehr wieder verwenden. Zitrone, auch wenn du eine Bio-Zitrone hast, möglichst immer mal heiß abwaschen. Ja. Und es spricht auch nichts dagegen, dass man mal Spülmittel nimmt zum Abwaschen. Ja. Weil bei Pfanne wäschst du ja auch mit Spülmittel und spülst das hinterher ab. Und da hast du noch die fettlösenden Varianten, also eine Tenside mit drinnen. Und dann ist das einfach sicher, dass du das Ganze sauber hast. Okay. Warte ich mir. Bevor ich jetzt hier, ich glaube, ich schalte aus. Wir wollen es ja jetzt nur nicht so weit kochen. Ein Glas habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Also es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, wie du sowas machen kannst. Ich lasse dich Zitrone noch ein bisschen, kann man doch gleich draufreiben, kannst du hier noch ein bisschen von der Schale draufreiben. Ja. Ich mag auch gerne mal ein Dressing mit Senf, das schüttelt sich total genial auf in so einem Glas. Du wirst jetzt dann gleich sehen, wie einfach das funktioniert. Also jetzt kommt Pfeffer mit rein, die Zitrone geben wir da mit rein, den Saft habe ich hier. So, ich gebe das Salz mit rein. Ja, und das ist jetzt keine so große Menge, ne? Aber wenn du das jetzt so nimmst und schüttelst das so durch, dann hast du eigentlich die perfekte Druckmischung. Schnell, es emulgiert, also das Fett verbindet sich mit den flüssigen Zutaten durch die Schnelle der Bewegung, ist wie bei Mayonnaise herstellen praktisch, ne? Ja. Und hast ein gutes Dressing. Gibt es drüber und ja, wenn man es jetzt dann aufbraucht, dann gebe ich gleich noch mal ein bisschen Wasser rein und schüttel noch mal nach. Dann habe ich alles draußen. Und wie gesagt, wenn du jetzt hier Senf zum Beispiel mit reingibst ins Dressing, das funktioniert auch ganz wunderbar. So, ich hole die Schüssel wieder runter. Jawohl. Dann geben wir das da rein. Also, dann haben wir schon allerhand. Dann haben wir schon unsere Hülsenfrüchte, haben schon von 5 Obst und Gemüse am Tag, das empfohlen ist. Aber was noch immer empfohlen ist, ist natürlich auch Käse zu essen. Und darum haben wir hier jetzt noch einen Feta-Käse, der wird noch klein gewürfelt und kommt oben drüber. Gut. Lass dich den Feta würfeln und hol in der Zwischenzeit Salatbesteck.
Im Rezept steht jetzt noch drinnen, dass noch Petersilie mit reinkommt. Aber wir haben Bärlauchzeit. Das ist mir auch deutlich lieber wie Petersilie. Von daher werde ich jetzt einfach noch ein bisschen, mach es nicht zu fein, so dass man es so wie in der Größe von den, na, von den Kichererbsen haben. Ich nehme von dem frischen Bärlauch und schneide und gebe den Bärlauch mit rein. Dann haben wir auch noch ein bisschen einen leichten Knoblauchgeschmack. Es ist ganz erstaunlich, es hat ja heute Nacht noch etliche Minusgrade gehabt. Ja. Aber der Bärlauch, der spitzt da unbeeindruckt in meinem Garten unter dem Apfelbaum vor. Das kann ich auch jedem nur empfehlen. So für den Hausgebrauch, wenn man jetzt im Frühjahr einfach, ja, jetzt ist Anfang März, wenn man frische Kräuter möchte, in einer schattigen Ecke im Garten einfach sich mal Bärlauch, man muss ihn nicht wild irgendwo ausgraben, das soll man ja sowieso nicht, sondern man kann Bärlauch auch beim Gärtner oder im, ja, im Baumarkt gibt es ihn auch manchmal, kann man kaufen. Und wenn der mal ausgepflanzt ist, dann vermehrt sich der unheimlich und man hat im Laufe der Zeit dann unter, in den schattigen Flecken unter den Bäumen immer seinen Bärlauch. Und wenn er dann anfängt zu blühen, hat man auch eine schöne weiße Blüte. Das kommt mit hinein. Jawohl, so groß oder halbieren noch? Halbieren noch. Gut, gut. Ja, ich gebe den Bärlauch rein. Jawohl. Und dann kommen noch unsere Zwiebelringe oben drauf. Und die lassen wir auch mit durchziehen. Ja, der Salat sollte ungefähr, ja, eine Stunde durchziehen. Das heißt, man könnte den, bevor man zum Laufen geht oder bevor man zum Sport geht, gut machen. Stellt ihn sich in den Kühlschrank und wenn man dann nach Hause kommt, hat man einfach, ja, ein vollwertiges Abendessen, ein vollwertiges Gericht. Nachdem diese, möchtest du mischen? Jawohl. Nachdem die Kichererbsen ja auch so mehlig sind und diese Hülsenfrüchte, hat man doch das Gefühl, man isst viele Kohlenhydrate und hat aber doch eigentlich Eiweiß. Also sie haben durch den hohen Eiweißgehalt auch einen hohen Sättigungswert und ist einfach ein tolles Essen und farblich unschlagbar, finde ich. Das stimmt, das ist eine bunte Farbkombination. Ja, könnt auch noch einen gelben Paprika mit reintun oder gelbe Zucchini im Sommer, Tomaten könnten mit rein, Kürbis könnte mit rein, klein gewürfelt. Es kann eigentlich alles rein, aber hier in der Variante ist der Kichererbsensalat à la Alex auf mediterrane Art. Das ist schön, das freut mich, da freue ich mich schon drauf. Einen wunderschönen Salat haben wir gemacht, Alex. Jawohl. Da bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir wünschen einen guten Appetit. Wow.